Der nächste Punkt, der Schreibtisch wird im Netz stehen. Ich hatte es gerade schon kurz erwähnt. Verbunden mit dem Homo mobilis ist also die Bewegung, dass die Daten ins Netz wandern, Cloud Computing. Ja? Der Vorteil ist, dass der Zugriff durch mehrere Personen von überall möglich ist und wir dezentral an einer zentralen Aufgabe arbeiten können. Das heißt, die Frage, wo der Kollege gerade ist, wird in den Hintergrund treten. Während das früher so war, na, der Kollege ist gerade auf einer Auslandsreise, wir können da im Moment jetzt nicht weitermachen, weil wir das Know-how des Kollegen brauchen. Also ruht das Projekt jetzt erstmal für die 5 Tage, wo der da in den USA, Japan oder sonst wo ist. Das ist die alte Praxis, oft gewesen. Heute ist es mehr oder weniger egal, weil der auch von USA oder Japan, wo er gerade ist, auf die zentralen Daten zugreifen kann. Das heißt, dezentral sind die Menschen, aber zentral ist die Arbeit, an der gearbeitet wird. Die Idee von Cloud Computing. Ja? Dass ich jetzt hier 14 Tage in Amerika war, hat von meinen Kunden keiner gemerkt. Ja? Ich habe das in Amerika genauso gemacht. Ich habe morgens meine E-Mails abgearbeitet. Ich habe eine gewisse Zeitverschiebung natürlich. Ja? Aber hat kein Mensch gemerkt. Ja? Warum auch? Ja? Das ist dem anderen ja auch egal. Und merkt keiner. Ich habe genauso auf diese, wenn da irgendwas kam, ich habe da eine falsche Auslieferung bekommen oder was, dann gehe ich in das System rein und bringe das in Ordnung. Habe ich vielleicht irgendwas falsch verlinkt oder so, keine Ahnung. Ja, bringe das in Ordnung, ja, weil ich Zugriff habe auf diese zentralen Daten. Egal, wo ich bin. Ich brauche nur einen Rechner. Das muss noch nicht mal mein eigener Rechner sein. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, es muss ja noch nicht mal mein eigener Rechner sein. Ich meine, ich mag meinen eigenen Rechner und ich weiß, wo die Dinge sind. Aber im Notfall, ja, wenn das jetzt irgendwie zusammenbrechen sollte, kann ich auch einen fremden Rechner nutzen. Ja, also man braucht nur irgendeinen Rechner, um auf diese zentral gespeicherten Daten zuzugreifen. Ja.